Hey Leute, wer vermisst Gravity Falls nicht mit all den Mysterien, den Geheimnissen und einem ganz speziellen gelben Dreieckstypen, mit dem man besser keine Geschäfte abschließt? Lange ist es her und leider keine weitere Staffel oder ein neuer Film in Aussicht. Dafür aber gab es wieder einmal einen winzig kleinen Hinweis auf die neue Serie, die Alex Hirsch, der Erschaffer von Gravity Falls, vor 2 Jahren angekündigt hat und die gemeinsam mit Netflix entstehen soll. Zumindest kann man davon ausgehen, dass es sich um diese Serie handelt, denn alles, was Alex Hirsch dazu schrieb, ist folgendes. Was für ein gutes Gefühl! Der Herbst ist hier, Hoffnung liegt in der Luft und ich habe damit begonnen, mir Personal für meine neue Serie zu suchen. Was folgt, ist ein Schlüssel und jede Menge Fragezeichen. Doch bereits damals in dem Interview ist er nicht näher darauf eingegangen, an was für einer Serie er denn genau arbeitet und wollte es partout nicht verraten. Wird es etwas Ähnliches wie Gravity Falls? Wenn man sich den Schlüssel und die vielen Fragezeichen so anschaut, dann könnte man zumindest vorsichtig vermuten, dass auch dieses Projekt einige Mysterien aufweist. Das Schöne bei dieser Serie ist zudem, dass ihm nicht so viele Grenzen gesetzt werden, wie es bei Gravity Falls der Fall war. Denn tatsächlich hatte er sich einige Male darüber beschwert, dass man ihn mit Gravity Falls nicht immer alles machen ließ, was er gerne wollte, einfach weil Disney die Regeln setzte. Ironischerweise muss man ja dazu sagen, dass die Grenzen teils sehr beliebig gesetzt worden sind. So haben sie es Alex Hirsch in einem Fall zum Beispiel verboten, Mabel und die anderen Flaschendrehen spielen zu lassen, weil Flaschen ja mit Alkohol in Verbindung gebracht werden könnten. Auf der anderen Seite lassen sie dann aber zum Beispiel solche Sachen wie diese hier zu. Also, naja, gut. Sollte es bei dieser neuen Serie von ihm jedenfalls wirklich um die bei Netflix gehen, dann kann man davon ausgehen, dass er nun um einiges freier mit seinen Entscheidungen sein wird. Ich bin jedenfalls gespannt auf dieses neue Projekt und wenn ich ehrlich bin, dann würde ich es sogar bevorzugen, wenn er uns nach und nach kleine Hinweise geben würde, anstatt uns einfach so zu verraten, worum es bei dieser Serie gehen wird. Denn geheime Hinweise würden viel besser zu ihm passen. Na, aber was sagt ihr dazu? Und was für eine Serie würdet ihr am liebsten vom Erschaffer von Gravity Falls sehen? An dieser Stelle wie immer einen riesen Dank an meine Kanalmitglieder, die direkt dabei helfen, diesen Channel am Laufen zu halten. Voran meine legendären Kanalmitglieder Katharina Jakob, Geli, Jan Meister, French, Taxi Taxi MG, Nanami Katze und Fruity Dream Crane. Ebenso natürlich auch meinen mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitgliedern, sowie allen, die diesen Kanal abonnieren, Likes da lassen und Kommentare schreiben. Ihr seid einfach die Besten. Das wär's erstmal und wie immer, bis zum nächsten Mal.